Alverde, puh, das war wirklich eine Experience an diesem Aufsteller. Also zum einen zieht mich Alverde wirklich so nicht so dolle. Wenn ich dann bei DM bin, dann gucke ich einfach mal immer so, aber eigentlich kaufe ich da nie was. Man hat ja mal so seine Favorites oder seine Interessen, ne? Also jeder, es ist ja für jeden etwas da, sage ich mal so. Und ja, also das war mit den Farben auch ziemlich schwierig. Dann hatte ich die Foundation, dann sind die Concealer aber zu dunkel. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also jetzt haben sie eine helle Foundation, aber dann ist der Concealer auch schon wieder sehr, sehr dunkel. Ich finde, ich weiß nicht, ob ich Konzeptlosigkeit sagen soll, aber ich frage mich dann oft so, also wenn ich doch so eine Farbe habe, ist es doch gar nicht schlecht, einen Concealer auszuwählen, den man dann auch kaufen kann, der so ein bisschen Hand in Hand geht. Denke ich mir halt, zumal die die Möglichkeiten haben. They have the money, they have the possibilities, they have the stuff and so on. Weißt du? Okay, nein, also es soll auch gar nicht bashing sein. Im Gegenteil, ich teile immer nur so meine Gedanken mit euch. Das finde ich immer ganz wichtig, auch mit zu sagen, was man so fühlt und so, aber ohne das, wie gesagt, so bashen. Ich sehe das oft so bei Creatern hier auf YouTube. Auch hier in Deutschland, so die, ich sag mal, die kleineren YouTuber. Also Zahlen sind mir scheißegal. Sollten die, die mir lange folgen, auch wissen. Aber dass die Reviews manchmal, nicht von allen, von ein paar, sehr, sehr unter der Gürtellinie sind. Und eine gute Review ist erst dann eine gute Review, wenn wir so richtig den vor die Tür geschissen haben. Und das geht für Influencer-Brands genauso wie für die ganzen Marken, die wir auch so kaufen. Ganz, ganz strange. Also dazu hatte ich mich auch nochmal mit einem anderen Kollegen unterhalten. Und ja, wollte ich mal loswerden. Okay, Alverde war auf jeden Fall sehr interessant, muss ich wirklich sagen. Und ich würde sagen, ich fange direkt mit der Base an. Ich habe mir mitgenommen, weil ich das sehr spannend fand, diesen Primer hier. Alverde Hautbildverfeinerer. Die Namen sind halt auch immer super witzig. Perfekte Grundlage für jedes Make-up. Wirkt mattierend und lässt das Hautbild feiner und ebenmäßiger wirken. Also hier ist Hyaluronsäure drin, Aloe Vera Perlen und Biobaumwollextrakt. Ich weiß jetzt nicht, was das für Benefits haben soll. Habe ich noch nie gelesen, deswegen. Also ist eher eine Frage. Nach der Reinigung, Gesichtspflege soll man sich halt so ein bisschen als Primer auf die Haut auftragen. Kommt in einem Kunststofffläschchen, hat klassische 30 Milliliter und hier könnt ihr ja so ein bisschen die Perlen auch sehen. Also ist so sehr gelig und dann sind da so kleine Perlchen drin. Übrigens, kurze Info, Service-Tweet von mir. Wir haben aktuell ein anderes Objektiv, weil das, womit wir filmen, was auch erlaubt, dass Sebastian immer so nah rankommen kann, ist, ja, was ist der Fokus? Der Autofokusmotor ist defekt. Ja, der ist defekt, deswegen war ich die letzten Videos auch so oft unscharf, wenn das überhaupt noch drin ist. Mit dem Schnitt weiß man ja vorher immer nicht. Ja, und mit dem kommt man nicht so nah ran. Jesus Christ. Leute, auf jeden Fall kommt mit einem Pumpkopf, was ich gar nicht schlecht finde. Okay. Also es ist wirklich wie so ein Gel. Fühlt sich auch sehr, sehr nass an. Nur sehr, sehr gelig. Und auch sehr stark parfümiert. Ich trage das auf eine Seite auf und massiere das so richtig schön in die Haut ein. Kennt ihr Aloe Vera Gel? Habt ihr mal so pures Aloe Vera Gel ausprobiert? Gibt ja viel auf dem Markt. Das ist so ein bisschen so Jelly-artig. Man braucht nicht viel Produkt. Das ist recht ergiebig, würde ich sagen. Und jetzt wird es langsam sticky. Also es fühlt sich jetzt ein bisschen silikoniger an als eben. Ich kann mir vorstellen, dass das trotzdem eine schöne Base macht. Also ich muss sagen, trotz dessen, dass es recht stark parfümiert ist, was ich nicht so angenehm finde. Also ich mag den Geruch jetzt gerade nicht so. Ist das Gefühl auf der Haut wirklich schön. Ja, so dieses Silikonige. Ich hätte gedacht, dass es jetzt richtig klebrig wird. Ist es gar nicht. Also es fühlt sich schön aufgepumpt aus. So ein bisschen aufgefüllt, so leicht silikonig. Bin gespannt. Hier habe ich meine klassische Hautpflege drauf. Und dann mache ich weiter mit der Foundation. Da fand ich am interessantesten, weil ich die auch nicht kenne und auch nicht ausprobiert habe. In den Jahren hat sich bei Alverde trotzdem. Also es hat sich nicht viel verändert, aber hier und da gab es neue Produkte. Also für mich halt, ich kann mir ja dann auch nicht mal merken, was vor 4 Jahren in einem Aufsteller war und was ich benutzt habe. Aber das ist von Alverde Professional Hydro Makeup. Das ist mit Hyaluron und das ist die Farbe 10 Fair. Make-up mit Hyaluronsäure und Algenextrakt für trockene Haut geeignet und spendet Feuchtigkeit. Ja, die Haut fühlt sich gefestigt an, geglättet und mit einer mittleren Deckkraft. Soll Rötungen ausgleichen, deckt Unreinheiten zuverlässig ab. Also ist auf jeden Fall eine pflegende Foundation. Perfekt für Leute, würde ich mal sagen, die eine trockene Haut haben, die ein bisschen mehr Pflege in einer Foundation brauchen oder bis normale Haut. Hier müssen die zum Beispiel eine Mischhaut haben oder ölige Haut, wäre das wahrscheinlich zu reichhaltig. Ich muss sagen, ich finde das Packaging hier ziemlich cool. Es wirkt wie so ein Deo. Es ist recht kompakt, finde ich. So Kunststoff, milchglasmäßig. Und hier sind auch klassische 30 Milliliter drin und kommt mit einem Pumpkopf.
Also es fließt nicht runter. Es ist eine schöne cremige Konsistenz. Ist auch parfümiert. Ich lasse hier nochmal einen Moment sitzen, deswegen trage ich hier erstmal so grob auf. Es wirkt recht deckend, aber ihr seht, wenn ich den Finger dann so ausstreiche, wirkt es doch recht dünn. Also ich glaube nicht, dass das eine mittlere Deckkraft wird, aber bin ich nicht zu voreilig. Aber diese Konsistenz macht mir ein bisschen Angst. Die funktionieren bei mir meistens nicht. Ich weiß immer gar nicht, wie ich das so beschreiben soll. Seht ihr, wie sich das schon so absetzt? Und ich habe hier eigentlich nichts drauf. Ich bewege das Produkt tatsächlich immer nur hin und her. Das fühlt sich auch so wachsig an. So richtig, richtig wachsig. Und eigentlich macht das gar nichts mit meiner Haut, wenn ihr mal hier schaut. Das Ding ist, dadurch, dass ich das jeden Tag mache und über meinen Tisch so viele verschiedene Produkte in jeder Preisklasse über den Tisch gehen, habe ich schon so ein krasses Gefühl für Make-up, also für Konsistenzen. Gefühlt schon vom Geruch erkenne ich, ob das was wird oder ob das nicht was wird. Übertrieben. Also ich habe recht viel Produkt aufgetragen, habt ihr gesehen, ich arbeite immer so gerne. Also eigentlich same, same, würde ich so ziemlich sagen. Es ist nicht mal ein bisschen, es ist halt fast gar nichts. Wenn ich so ganz fokussiert gucke, sehe ich hier eine leichte Korrektur. Die Rötungen sind eigentlich ziemlich gleich. Ich traue mich eigentlich gar nicht in den Spiegel zu gucken, aber ich muss ja. Ah! Ah! Oh mein Herz. Ah, es tut so weh. Ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Das ist meine Haut und das ist mit der Foundation. Hier nochmal mir Samtbild. Es ist so strange, wenn man sich irgendwie nicht sehen kann. Tut schon wieder das Herz weh. Oh. Oh. Ah. Das ist interessant. Ich gehe gerade rein, wenn ihr Milch kocht und da bildet sich doch diese Haut. So war das gerade. Gucken wir mal Primer Seite. Der Primer war jetzt natürlich eher so für ölige Haut, ist halt mattierend, ist jetzt feuchtigkeitsspendend, muss ich natürlich eigentlich auf die Inhaltsstoffe achten. Ist oft so, dass es bei mir eigentlich trotzdem gut funktioniert. Seht ihr, dass das Produkt sich eigentlich nicht wegbewegt? Schaut euch das an beim Ausblenden. Also fernab davon, dass es nicht mal annähernd an eine mittlere Deckkraft rankommt, ist es halt eigentlich gar keine Deckkraft. Das Produkt liegt komplett gekrümelt auf meiner Haut. Oh mein Gott, ist das krass. Oh, Leute. Ja, das war jetzt nichts. Also ohne Primer definitiv besser. Es könnte ein Anzeichen sein, dass die Inhaltsstoffe sich hier nicht vertragen. Da muss ich dann immer fairerweise auch immer dazu sagen. Ich weiß es nicht, ich müsste tatsächlich gucken. Aber es ist ziemlich gruselig. Das ist kein guter Start. Also hier, das ist nichts. Ich kann das einfach so abnehmen. Ohne große Mühe. Das Produkt hat sich überhaupt nicht verbunden. Hier stehen die Inhaltsstoffe nicht drauf. Und hier ist Öl an zweiter Stelle. Hier müsste ich wissen, was drin ist. Ja, vielleicht haben sie sich einfach nicht so gut vertragen. Hier sitzt es dementsprechend etwas besser, aber es ist halt auch wie Paint. Also ihr habt ja die Aufnahme gesehen. Ich muss es mir jetzt einfach eigentlich aus dem Gesicht nehmen, weil so kann ich eigentlich auch nicht weitermachen. Amazing! Ich gehe mich dann mal abschminken, ne? See ya. Okay, ich habe mich abgeschminkt. Ich gebe mir jetzt einfach mal eine Creme aufs Gesicht und lasse es mal gerade einwirken. Ich würde sagen, ich mache weiter mit den Augen. Ich habe mir mitgenommen von Alverde Augenbrauenstift Automatic in 07 Mocha. Das war, meine ich, die dunkelste Farbe. Ich pusse mir hier immer die Augenbrauen durch, so zack. Kommt mit einem Spoolie, finde ich immer ganz praktisch. Kommt in diesem klassischen Tränen-Shape, würde ich mal sagen. Ist nicht mein Lieblingsstift, aber ich gucke mal, okay, was passt, was könnte funktionieren, was ist interessant für mich. Es geht dann oft gar nicht so nur um meinen Taste, weil wenn es nur darum gehen würde, würde ich die meisten Sachen gar nicht erst kaufen. Genauso wie den Stift, aber um es eben für euch halt auszutesten, dafür ist die Reihe ja auch da. Bevor ich weitermache, möchte ich erstmal nochmal hier das Augenbrauengel von Alverde ausprobieren. Und zwar habe ich das in Transparent gekauft, kommt aber nochmal ein verschiedenen Farben. Kommt mit so einem Ultra-Mini-Bürstchen und ist super stark parfümiert. Und ich würde sagen, ich gehe einmal gerade hier so durch meine Härchen durch vorher und dann bürste ich sie mir in die Richtung, wie ich sie habe. Ich habe ja ein Brow-Lifting an meinen Augenbrauen und der bändigt die Haare nicht. Ich kriege die Welle hier gar nicht hochgelegt. Die geht ständig wieder runter. Die fällt wieder zurück, wo ich echt gut durch die Haare durch bin. Wirkt nicht so stark. Aber ich glaube, die Leute, die so auf Naturkosmetik stehen, die brauchen dann gar nicht so krasse Performance. Die wollen dann halt so was Schlichtes für den Tag irgendwie. Halt Naturkosmetik. Ich glaube, da geht es gar nicht so krass um die Performance, denke ich mir. Also ich glaube halt, wie für jemanden wie mich, der halt auf Performance schon achtet, wie ich auch was haben will,
ist das für mich halt auch nicht ausreichend, aber ich glaube, da kommt man mit Naturkosmetik dann auch einfach nicht hin. Ich hatte mal ein Video mit und Gretel gemacht, das verlinke ich euch hier oben. Da habt ihr auch ein paar coole Sachen, aber und Gretel ist preistechnisch natürlich nochmal komplett in einer anderen Liga. Aber ich muss sagen, ich finde die Farbe eigentlich voll geil von dem Stift. Guck mal, wie schön aschig das ist, muss ich wirklich sagen. Die Farbe ist Bombe, ist recht weich und wachsig, aber ich habe das Gefühl, das gibt nicht so viel Farbe ab. Und dadurch, dass der so schön kühl ist, wirkt es trotzdem voll natürlich. Trotz dessen, dass ich sogar noch darunter das Augenbrauengel habe, gefällt mir wirklich gut. Hier hinten kleben die Haare deutlich besser als hier vorne, aber bei mir ist auch oft das Problem hier vorne, da sind sie dichter, länger und dicker auch. Ja, also hier, wo ich kein Augenbrauengel habe, gibt der Stift auf jeden Fall mehr Produkt ab. Aber das ist immer so. Also auch wenn ich so Soap nehme oder dieses Brow Freeze von Anastasia, da ist es auf, dass ich das vorher auftrage, dass dann gar nicht mehr so viel Pigment auf die Brauen kommt. Aber das finde ich immer ganz gut, weil mir geht es gar nicht um das Pigment. Mir geht es eher darum, Lücken so aufzufüllen, wie ich sie brauche. Aber auch da hat ja jeder unterschiedliche Augenbrauen und Bedürfnisse. Ich muss sagen, bis jetzt die beste Augenbrauenfarbe in der Drogerie, die ich jetzt durch alle Produkte hatte, dieses Aschige, finde ich richtig, richtig gut. Also es passt so gut zu meinen Haaren. Ja, hier merke ich das Augenbrauengel, hier überhaupt nicht. Jetzt gehe ich hier auch nochmal einmal durch. Augenbrauengel ist okay. Also für jemanden, der vielleicht nicht so ein starkes Gel braucht oder möchte, wird hier vielleicht happy sein. Also hier beim Durchgelen fällt mir natürlich auf, dass der Stift an sich jetzt wiederum nicht so, ja, ich kann halt nicht so auffüllen. Das ist so, als hätte ich so ein Brow-Tattoo. Den Look mag ich nicht, aber das ist, weil die Minen einfach so dick sind, dass ich nicht so gut durchkomme. Also ich würde sagen, beides für Naturkosmetik solide Produkte, kann man nicht meckern. Sind jetzt für mich beide keine Produkte, wo ich zurückgreifen würde, weil die Mine mir hier zu dick ist, wobei ich die Farbe wirklich hervorragend finde. Und das Augenbrauengel ist für meine Härchen leider nicht stark genug. Mache ich einfach weiter mit den Augen, weil ja, ich lasse die Creme noch ein bisschen einwirken. Mitgenommen habe ich mir von Alverde Naturkosmetik die Lidschattenpalette in 40 Caramel. Das ist so das Farbschema, würde ich sagen. Ich nehme mal dieses super helle Gelb. Einen Moment, ich trage noch einen Concealer auf. Da habe ich mir mitgenommen von Alverde den Perfect Cover Camouflage mit 12 Stunden Halt Concealer in der Farbe 02 Beige. Kommt mit zum Applikator. Die hellste Farbe war wirklich heftigst pink und dachte so, nein, auf keinen Fall. So, Concealer einmal so ausblenden. Es ist sehr dunkel, habt ihr ja schon gesehen. Puh, ne? Also kann man sehr gut sehen. Ja, wie gesagt, die hellste Farbe war einfach zu pink. Deswegen wirkt es in dem Licht noch machbar. Aber eigentlich für unter mein Auge geht das gar nicht. Also ihr könnt sehen, eigentlich hat der auch kaum Deckkraft. Man kann meine Adern noch komplett durchscheinen sehen. Auch nicht mein Favorite. Also der Concealer macht so First Impression auch erstmal keinen guten Eindruck. Dieser Lidschatten ist eigentlich wie so ein Setting Powder. Es hat gar nichts gemacht. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Alverde benutzt und wenn ja, was? Was sind eure Favorite Produkte ja, von dieser Make-up-Marke? Das würde mich wirklich brennend interessieren, weil manchmal habe ich das Gefühl, sehe ich Alverde Kommentare bei mir schon unter den Videos, aber dann meistens nicht so gut, aber dann ist dann trotzdem jemand sagt, ja, aber du musst mal das und das probieren. Also versuche ich mich dran zu erinnern. Gott, oh Gott, ich muss mich beeilen. Ich habe nach dem Video noch ein Meeting. Ich würde sagen, nehme ich mal diesen Ton hier. Das ist sowas moviges, graues, aschiges, aber auch nicht wirklich so ein klares Grau, sondern dann wiederum so eine Wärme drin. Die Farbe presse ich in meinen Außenwinkel. Also ich setze hier so an und blende das hier so ein bisschen raus. Dann nehme ich nochmal Farbe und gehe dann so ein bisschen in meine Lidfalte und über meine Lidfalte. Baue die Farbe Stück für Stück auf. Also ihr könnt sehen, das ist die Farbe auf meiner Hautfarbe, so ein kühles Braun, würde ich sagen, huh? Mit so einem leichten rosa, roten Unterton-Touch. Man muss natürlich die Marke auch so betrachten, an wem das adressiert ist, wer der Kunde von Alverde Produkten ist und ich denke, da geht es nicht um, ja, sag ich mal, um eine Natasha Denona Palette oder um eine Pat McGrath Foundation oder eine Makeup Forever Foundation oder so, wisst ihr, wie ich meine? Da ist der Fokus ganz anders und das muss man bei Produkten und Marken verstehen. Wer ist diese Marke? Wem möchte diese Marke ansprechen? Was soll die Performance sein? Wisst ihr, wie ich meine? Das muss man immer mit im Auge behalten. Ich habe mir früher da ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht. Für mich war Marke, Marke, Produkt, Produkt. Aber heute mit meinem eigenem Label kommen so viele Sachen dazu, die absolut
eine Rolle spielen, warum man dieses Produkt so macht oder wieso das und zu wem soll es ansprechen. Das ist total heftig und natürlich das betrachtend macht diese Marke halt natürlich Sinn so. Aber ich bin, glaube ich, nicht unbedingt der potenzielle Kunde von Alverde, sage ich mal so. Aber trotzdem heißt es nicht, dass man das so gar nicht macht, sondern manchmal verläuft man sich ja und denkt, oh, das würde ich eigentlich gar nicht machen. Ich glaube, das würde ich nicht machen. Was? So mal ganz allgemein gesprochen. Also ich muss sagen, das ist eine wirklich schöne, aschige Farbe. Perfekt für den Alltag, finde ich. Also wenn man sagt, ich mache da ja eh nicht viel und ich will auch nur einen Hauch, finde ich, ist das schon ein ziemlich gutes Ergebnis, würde ich sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Schwester denke, die sich eigentlich gar nicht, nur bis wenig schminkt, wäre das schon eine krasse Performance. Also für sie wäre das schon so, fast schon zu viel. Wisst ihr, wie ich meine? Das muss man immer mit im Auge behalten, was man da auch reviewt, wie man es reviewt. Die haben sich direkt an das Objektiv gesetzt. Ja, Kostenvoranschlag schon. Wie teuer? 873 Euro. Boah, also ist safe was Schrott im Objektiv. Ja, und jetzt muss nicht ins Video rein, aber die Leute denken, naja, man muss Geld am Ende verdienen, damit du auch solche Verschleißmaterialien eben einfach bezahlen kannst. Ja, die Leute sehen das gar nicht so. Ich finde das eigentlich total interessant, trotzdem. Also kann es eigentlich rein. Dass die Leute halt glauben, gibt es Geld aus, bespiele mich und ich will mir gar keine Gedanken drüber machen, was deine Lichter kosten, ob du dein Mikrofon in die Reparatur schickst oder jetzt hier das Objektiv und dann kostet die Reparatur 800 Euro. Und dann kann man noch happy sein, dass man es reparieren lassen kann für 873 Euro. Also 900 Euro. Denn wenn wir es neu kaufen würden, zahlen wir knapp 3000 Euro. Na, da sieht man auch natürlich. Überleg mal, Alter, wir haben 3000 Euro Objektiv. Ja, nur das Objektiv, genau. Die Farbe finde ich richtig, richtig schön. Gerade so als Kontur für die Augen. Also wenn man es sogar noch leichter aufträgt als ich, wenn man so eine Grundkontur schafft, finde ich die Farbe richtig Bombe, um ehrlich zu sein. Konturieren würde ich damit nicht, aber für die Augen. Safe, ganz tolle Farbe. Dann ist hier drunter so ein Taubton mit so einem Satin-Finish. Also ich würde nicht sagen, dass es metallisch ist, aber es hat so einen leichten Shine, würde ich sagen. Könnt ihr hier auch sehen. Die Farbe finde ich ganz interessant. Und die packe ich mir einfach direkt mit meinem Finger auf mein bewegliches Lid. Die Farbe ist ein bisschen wärmer als der andere Taubton, den ich davor hatte. Ja, so langsam nähert sich die Drogeriereihe dem Ende. Also wir haben jetzt noch L'Oreal eigentlich vor mir, aber viele wollten eben, dass ich auch Müller Marken nehme, wie zum Beispiel so Elf Cosmetics und so. Das werde ich auch machen, weil ich finde, dass schon spannende Marken dabei sind, die jetzt vielleicht bei uns in dieser klassischen Drogerie, mit Anführungsstrichen extra so, ne, halt so das, was wir alle am meisten kennen, ist halt so, ja. DM und Rossmann. DM und Rossmann, genau. Aber eigentlich hat Müller sehr, sehr spannende Marken. Das hatte ich damals in der ersten Drogeriereihe nicht gemacht. Aber damals gab es auch noch nicht diese Marken. Das hat sich einfach nicht gelohnt. Deswegen habe ich es auch nie gemacht. Machen wir doch einen zweiten Versuch für die Foundation. Die Hautpflege ist gut eingezogen. Also eigentlich dürfte jetzt nichts mehr passieren. Und diesmal trage ich es mit den Fingern auf. Ich guck mal. Naja, das ist nix. Nee, könnt ihr sehen, das ist nix. Also eigentlich ist es krass, dass das überhaupt in irgendeiner Art und Weise irgendwie trotzdem auf den Markt kommt. So. Also ihr könnt mir gerne sagen, wenn es für euch funktioniert, let me know, please. Aber das ist krass. Foundation mal wieder abgenommen. Ich mach's auch nicht nochmal, weil meine Haut fängt langsam an zu brennen. Ich hab da mal nicht so viel Luxus drauf, runter und ich glaube, na, dann macht es irgendwann auch keinen Sinn, da einfach so weiterzumachen. Voll schade. Aber ich muss sagen, die Lidschatten haben gut funktioniert. Also die zwei, die ich benutzt habe, das macht einen soliden Eindruck. Ich glaube, für die, die wirklich einen Hauch von wollen, so, ne, so allgemein ist gar nicht sich so Make-up-technisch ausleben oder eben nur in diesem Naturkosmetikbereich bleiben wollen, können sich die Palette angucken. Ich habe jetzt um 3 Farben benutzt. Das war jetzt wirklich nichts. Das könnt ihr auch einfach mit eurem Loose Powder machen oder mit eurem gepressten Puder. Aber die zwei Farben, die ich so benutzt habe, finde ich doch, also ganz schön. Ich guck mal, was der Concealer kann. Ich habe ihn ja jetzt gekauft, der leider auch zu dunkel ist. Also so beim Auftrag auf der nackten Haut. Fühlt sich eigentlich voll cremig an. Voll nice. Hier haben wir eine sehr, sehr leichte Deckkraft. Also man sieht trotzdem die Haut noch sehr gut durchscheinen. Ich persönlich gehe mit meiner Foundation ja mal wirklich bis unter mein Auge. Viele Profi-Tipps sind ja, dass man eigentlich nicht so weit hochgehen soll. Müsst ihr für euch selber mal wissen. Also eigentlich, theoretisch hätte ich eine Foundation drunter, dann wäre unter dem Concealer noch Foundation. Das habe ich jetzt nicht. Und dementsprechend habe ich
eine sehr, sehr dünne, ja, wenig Deckkraft, würde ich mal sagen. Also für jemanden mit starken Augenringen, der wirklich was abdecken will, wird hier nicht fündig werden. Ich finde, die Konsistenz macht eigentlich einen ziemlich schönen Eindruck, würde ich sagen. So sehr creamy, so leicht, ging auch wirklich sehr leicht über die Haut. Das hat mir gut gefallen, aber ich sehe mich hier auch nicht, dass ich das weiter benutze, weil die Farbe auch einfach zu dunkel ist und dann deckt es mir dann auch einfach ein bisschen zu leicht, obwohl das schon Camouflage-Concealer ist. Die einzigen soliden Produkte, die ich fand, sind der Augenbrauenstift, das Augenbrauengel, wenn man da eben das so ein bisschen leichter haben will und so für die Alltag nichts Kompliziertes. Eigentlich möchte ich auch Naturkosmetik, können sich diese Palette auch mal angucken. Ja, krass, also so einen Eingang in so ein Video hatte ich auch noch nicht. Ja, jetzt habe ich irgendwie keine Base. Auch doof. Ich mache mal weiter mit dem Bronzer. Da habe ich mir mitgenommen Mattifying Bronzing Powder in der Farbe 02. Hier hatte ich große Schwierigkeiten, die Farbe rauszufinden, weil im Aufsteller sah das so normal aus, also so hell. Dann habe ich es in meinem Wagen gelegt und dann war das so richtig dunkel und dann habe ich es wieder zurückgelegt, weil ich dachte, ich habe doch die falsche Farbe genommen. Das hatte ich dann so 2-3 Mal, bis ich gemerkt habe, dass es einfach die Beleuchtung vom Aufsteller ist, dass die Farben da so hell aussehen und dann eigentlich doch recht dunkel. Halt auch 02. Bin gespannt. Oh, das Puder macht einen sehr harten Eindruck. Also ich muss wirklich hier richtig rein. Oh, das ist sehr warm und sehr orange. Das wirkt gar nicht so. Also so, muss ich sagen, geht der Bronzer ziemlich gut über die Haut. Ich habe ja jetzt auch nichts weiter drauf. Aber auch mal spannend. Aber die Farbe geht wirklich gar nicht. Also ich finde, der lässt sich schön auftragen und auch schön ausblenden. Also jetzt auf der nackten Haut. Aber die Farbe, finde ich, geht gar nicht. Also bei meiner Hautfarbe. Ich kann ja immer nur von mir sprechen. Ich sage auch immer, wenn ich den Bronzer oder einen Bronzer auf meine Stirn auftrage, finde ich, erkenne ich dann immer, wie gut das wirklich passt. Weil ich finde, da sieht man immer, wie fleckig das ist. Ob es nicht fleckig ist, wie die Farbe sitzt. So, das ist der Bronzer für mich und meinen Geschmack, für meine Haut. Leider zu orange, aber an sich macht der eigentlich einen ziemlich schönen Eindruck, so beim Ausblenden und so. Aber leider farblich nicht so meins. Deswegen hier auch leider ein Pass, es tut mir so leid. Dann habe ich mir noch einen Blush mitgenommen, den fand ich ganz süß. Und zwar ist es der Multicolor Blush und zwar ein 20 Sunset Glow. Hier haben wir auf jeden Fall ein Satin Finish, das ist keine matten Blush. Wir haben hier so eine Farbkombination, so ein Rosa, so ein Peach, dann hier noch heller und fast wie so ein Highlighter hier oben, so eine Kombi aus. Das heißt, man kann entweder mit einem kleinen Pinsel in die einzelnen Farben gehen oder direkt in alle Farben. Hier wirklich einmal so in das Produkt rein. Und auch hier merke ich das so hart, wie bei dem Bronzer. Muss so richtig... Okay, also gut Pigment da, aber es ist schon eine interessante Farbkombi. Vielleicht so mit Foundation, okay. Aber in Kombi so mit dem Bronzer zusammen ist mir das ein bisschen, wie sagt man, diese Oompa-Loompa. Ist ein guter, solider Blush, kann man nichts falsch machen, wenn man die Farbkombination eben mag. Gerade diese Multicolor Blushs kann man das auf jeden Fall machen. Hat einen Satin Finish, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Gerade wenn man eine unruhige Hautstruktur hat im Wangenbereich, kann das nochmal akzentuieren. Aber das ist so soft, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall noch klar. Also ihr könnt sehen, ich habe hier auf jeden Fall einen Glow bekommen und ich trage ja eigentlich keine Foundation oder so, ne? Also ihr könnt sehen, es ist nicht matt, da ist sehr viel Bewegung auf den Wangen, das muss man wissen. Wie gesagt, die Kombi aus Bronzer und Blush ist mir einfach zu krass orange. Dadurch, dass ich jetzt auch so krass hell bin, ist das zu viel. Also auch hier bin ich noch nicht so ganz happy. Ich habe es nochmal ein bisschen ausgeblendet. Kann man machen, so vielleicht ein bisschen weniger, aber ich habe schon wirklich auch Produkt abgeklopft und so, ne? Ja, man merkt einfach, das sind nicht für meine Hautfarbe so komplett pur, nicht die richtigen Farben. Es sei denn, man mag den Look, dann ist es wieder was anderes. Eigentlich hatte ich zur Foundation noch das Pressed Powder mitgenommen und das Loose Powder kann ich beides ja jetzt nicht ausprobieren, dadurch, dass ich einfach keine Creme-Produkte trage, außer den Concealer, aber das wird jetzt auch nicht so aussagekräftig sein. Ich müsste das solo mal tatsächlich mit irgendeiner anderen Foundation oder so, die ich trage, nochmal ausprobieren, kann ich nochmal machen. Ich lege die mir mal zur Seite. Ich habe ja diese Kisten, die ich mag mit den Produkten oder die ich nicht mag. Mitgenommen habe ich mir dann noch ein Lip Liner. Und zwar ist der Alverde Lip Liner in Brown. Und ich dachte mir, warum nicht? Das fühlt sich sehr, sehr wachsig an. Das ist die Farbe. Ich finde gar nicht, dass es so braun ist. Ich finde das eher so ein Terrakotta irgendwie. Das hat doch einen recht Rotstich, würde ich sagen. Ist wie gesagt sehr, sehr wachsig und geht nicht ganz smooth über die Lippen. Aber das finde ich jetzt nicht so tragisch, um ehrlich zu sein. Aber die Farbe finde ich gar nicht schlecht. Ist so ein bisschen 90s und passt jetzt natürlich auch mit diesen krassen orangenen, roten Wangen. Das habe ich mir an Lippen mitgenommen. Das hat aber ein bisschen strange ausgesucht, war. Dachte, das ist so 90s Lippen. Habe so voll so ein rosa Mauve mitgenommen. Auch interessant. Das ist die Farbe.
Ja, wahrscheinlich wollte ich wirklich so 90s. Wollte auch mal ein bisschen abdauern. Ich blende das mal aus. Also ihr könnt sehen, man kann es sehr, sehr gut ausblenden, wenn man diese krasse Linie nicht mag. Ich habe es nochmal in meine Innenflächen geholt. Außenwinkel. Dann nehme ich den Lippenstift. Das ist übrigens der Color and Care in der Farbe 03 Rosy Nude. Man geht doch gar nicht mehr so schlecht. Interessante Konsistenz. Fühlt sich auch ein bisschen an wie so ein Balm, aber es ist ein Lippenstift. Und ihr könnt sehen, es ist so ein bisschen glänzend, so ein Satin Finish, auch pflegend. Ich würde sagen, es ist eine gute Deckkraft. Hier und da strahlt die Lippe ein bisschen durch, aber das finde ich nicht schlimm. Also solo finde ich das leider nicht ausreichend und nicht deckend genug. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Farben ist, aber in Kombi mit dem Lip Liner kaschiere ich natürlich auch so ein bisschen, muss ich sagen. Aber das geht wirklich voll klar. Also perfekt eigentlich für den Alltag. Es ist nicht so sehr aufdringliches. Was ich noch machen würde, ist zum Beispiel nochmal so ein Lipgloss oder so auftragen. Also das ist Lip Liner in Kombi mit dem Lippenstift. Hier habe ich noch so eine Lippenpflege. Zack. Ja, was ich mir noch mitgenommen habe, weil ich dachte, die Foundation funktioniert. Dieses Alverde Hyaluron Spray. Das Hyaluron Spray, das ist ein frische Kick Spray für zwischendurch. Das Dreifach Hyaluron wirkt in die unterschiedlichen Hautschichten. Ist leicht erfrischend und wirkt mit Aloe Vera. Über den Tag verteilt kann man das mehrmals aufsprühen. Gibt auf jeden Fall extrem viel Glow. Ihr müsst mir unbedingt mal schreiben, was sind so eure Alverde-Erfahrungen. Und wenn ihr Produkte habt, die ihr gut findet, dann teilt die gerne. Ich mixe gerade mal das Gesichtsspray mit Bronzer, Blush und so. Das ist der fertige Look ohne Foundation. Das allererste Mal in meiner ganzen YouTube-Geschichte, glaube ich, dass ich dann komplett auf die Foundation verzichtet habe, glaube ich. Korrigiert mich, wenn es doch anders ist, aber ich meine halt auch. Ja, das ist der Look, liebe Leute. Also, schwierig. Halt auch. Ich versuche immer so respektvoll zu bleiben, weil ich es halt auch bin. Also die Produkte haben meine Bedürfnisse nicht gedeckt und auch nicht abgeholt. Ich sag mal, ich brauche andere Dinge im Make-up und habe da auch einen anderen Geschmack. Aber ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, wenn ich so an meine Schwester denke, die sich wirklich eigentlich gar nicht schminkt, so höchstens Mascara, vielleicht so ein Kajal mal ausgeblendet, die würde sagen, ganz ehrlich, mir reicht das. Aber die Performance von der Foundation fand ich schon wirklich unterdurchschnittlich. Ich frage mich, wie das halt zustande kommt, wie das eben so funktioniert und ja, keine Ahnung. Wenn das für euch funktioniert, ihr müsst mich das unbedingt wissen lassen. Aber das ist jetzt wirklich nichts dabei, wo ich sage, oh mein Gott, das war jetzt eine große Empfehlung. Also hier ein paar solide Produkte, die habt ihr mit an die Hand bekommen, aber grundsätzlich das, was ich sonst benutzt habe, war alles nur okay. Und würde sagen, wenn man jetzt dieses Naturkosmetische außen vor lässt, findet ihr bei anderen Marken einfach bessere Sachen. Aber haben wir den Fokus auf das, was Alverde welche Kunden ansprechen möchte und wo die Marke halt auch ist, so dieses Naturkosmetik und so, gibt es ein paar solide Produkte und das ist das Endergebnis. Zu dem Spray kann ich so erstmal nichts sagen. Es hat mir sehr, sehr viel Glow gegeben. Sehr, ne, pflegend, finde ich. Würde ich auf jeden Fall nochmal mit meiner Foundation-Routine ausprobieren und das dann so als, ja, nicht Setting-Spray, aber nochmal so eine Frische ins Gesicht zu geben. Ich mag diesen Touch immer sehr gerne, wenn man das halt dann bekommt. Das würde ich nochmal ausprobieren. Also ich kann hier das erste Mal heute kein Produkt mitnehmen, wo ich sage, das würde ich weiterhin benutzen. Ich habe natürlich jetzt noch die Setting-Powder, die ich aufgrund dessen nicht ausprobieren will, weil ich nicht zum Setten habe, sozusagen. Und natürlich meine T-Zone, aber ich finde, da kann ich immer nicht so gut beurteilen. Wie gesagt, lasst es mich gerne wissen, was sind eure Top-Produkte bei Alverde, was sind eure Erfahrungen. Ihr findet hier zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.